So kennen es die meisten von daheim. Lange vor Walkman, CD und iPod war bis in die 50er, 60er Jahre als Musikquelle außer Konzerten nur das Radio, der Plattenspieler oder handgemachte Musik wie hier verfügbar, zu erleben auf Jahrmärkten und Marktplätzen. Aber weitgehend unbemerkt haben solche Drehorgeln, die erstmals Mitte des 17. Jahrhunderts von einem Johann Daniel Silbermann gebaut wurden, über die Jahre nicht nur überlebt, sondern beim Musikrepertoire ordentlich dazugelegt. Ich bin der Peter Suchantke aus Darmstadt und Drehorgelspieler als Amateur, sage ich mal so, und mache das Ganze seit 25 Jahren etwa mit meiner Frau Sabine zusammen. Spielen wir auch als Duo oder manchmal sogar in einer Orchestergruppe noch in einem größeren Bereich. Und ja, warum habe ich mir das sowas mal gekauft? Man sagt ja in der Drehorgelszene, man ist vom Drehorgelvirus infiziert. Das ist mir passiert mal in Hamburg auf so einer Ausstellung für Schaustellerbedarf. Da habe ich mal so eine tolle Drehorgel gesehen mit Schlagzeug und allem drum und dran. Und das hat mich dann so letztlich quasi so fasziniert, dass dann doch irgendwann die Entscheidung kam, okay, sowas wollen wir auch machen. Und dann sind wir nach Göttingen gefahren, haben verschiedene Instrumente mal angehört und dann mal zwei Orgeln den Auftrag zum Bau gegeben, weil die größeren Orgeln, wie wir es jetzt hier stehen haben, die werden nicht so ständig vorrätig sein, die werden tatsächlich erst gebaut, wenn einer sie bestellt. So einfach ist das also. Nur mal eben zwei Stück in Auftrag geben und später abholen. Allerdings bei Stückpreisen von 7.000 Euro bis über 20.000 Euro ist das eher kein Hobby für Rentner mit schmalem Geldbeutel oder Bürgergeldempfänger. Aber Peter Suchantke hatte die Sammelleidenschaft gepackt. Und so nennt er heute 6 unterschiedliche Drehorgeln sein eigen. Für fast jeden Anlass eine. Durch das große Repertoire, das man dabei hat, ist man natürlich in der Lage, im Prinzip so fast für jeden Anlass eine Musik bereitzuhalten. Und ich sage immer so, von Taufe bis Beerdigung erstmal auf jeden Fall ist alles so im Repertoire möglich. Beerdigung tatsächlich auch? Für Beerdigung auch. Also einen Kunde hat sich mal gewünscht, bei einer Beerdigung die Moldau zu spielen, weil die quasi ja den Lauf durch das Leben auch so ein bisschen etwa darstellen könnte. Und da wurde zum Beispiel, oder wenn es eine fröhliche Sache sein sollte irgendwie, da, was habe ich da mal gespielt, eine Reise ins Glück zum Beispiel, auf dem Weg von der Kirche dann zum Grab raus wurde da mal gespielt. Das war allerdings auch eine Frau vom Jahrmarkt und die sind ja sowieso ein bisschen lockerer, die Leute da. Und da war das auch damals, ein weiterer Schausteller auch war mal interessant, der einen Popcornstand hatte. Und es gibt ja auch das Lied Popcorn. Da habe ich dann zum Beispiel das Popcorn-Lied gespielt, eben auch dann auf dem Weg zum Grabe hin. Und das kam bei den Angehörigen auch durchaus dann sehr gut an. Thank you.
ganz in der Anfangsphase, wie wir die Orgel neu hatten, da sind wir öfters mal auch auf die Straße gegangen, Straßenmusik machen, um zu schauen, wie es ankommt. Und dann sind wir eigentlich dazu übergegangen, eigentlich dann nur noch dann zu spielen, wenn wir bestellt werden. Weil es ist ja eigentlich doch was relativ Hochwertiges, was man da bietet. Und wenn man da kommt und stellt sich umsonst hin und dann der Veranstalter genießt das eigentlich und hat den Vorteil davon und hat aber dann eigentlich da keine Kosten damit. Wir aber den großen Aufwand, wenn man den Hut hinstellt, ein bisschen was kommt dabei schon rein, aber im Verhältnis eigentlich nicht genug, um im Prinzip die ganzen Instrumente, den Wertverfall und die Abschreibung und die Abnutzung auch dabei abzudecken. Deswegen, also Straßenmusik eigentlich eher selten. Aber auf Bestellung auf jeden Fall. Und ja, da ist ja heutzutage ist man ja irgendwo auch im Internet zu finden und über so Künstlerportale. Und da wird man schon entdeckt und dann kontaktiert und kommt auf die Art auch dann entsprechend da zu diversen Anlässen dann. Nun ist es aber an der Zeit, das Geheimnis zu lüften, was genau im Inneren vor sich geht, wie die Töne eigentlich entstehen. So viel vorweg, es gibt keinen versteckten CD- oder MP3-Player und keinerlei Lautsprecher. Alle Töne, die man hört, sind nie zuvor aufgezeichnet worden, sondern werden mit jedem Abspielen neu und frisch erzeugt. Dazu braucht man zunächst einmal Luft. Viel Luft. Was genau passiert jetzt eigentlich im Inneren, wenn man an der Kurbel dreht? Das Schwungrad erzeugt die Luft. Oben ein kleines Getriebe drin, die Pleuelstange fährt nach unten und pumpt dann den Blasebalg. So als wenn man ein Schlauchboot aufpumpen will, das ist ja auch sowas Ähnliches. Oder je nachdem, oder wenn man einen Grill anzündet. Und das ist ein Schöpfer, ein Doppelschöpfer, wie ein Zweizylindermotor. Unten wird zum Teil Luft erzeugt, weiter oben und dann ganz oben ist das Reservoir und das hält die Luft bereit und die geht dann durch Schläuche nach vorne zu den Pfeifen und dann sitzen die Ventile dazwischen und je nachdem, wenn die Ventile auf und zu gehen, kommen dann die Töne aus den Pfeifen und vom Material her muss das natürlich eine sehr langlebige Sache sein, das ist Leder und das geht natürlich auch mal kaputt, überall wo diese Verstärkungen sind, waren schon Risse in diesem Blasebalg, da war er schon kaputt und wurde repariert, aber manche Bälge halten 40 Jahre und noch länger sogar, wenn es gutes Leder ist. Wiederum bei schlechtem Material kann das auch nach 3 bis 5 Jahren schon kaputt gehen. Ich habe jetzt hier mal den Deckel vorne, die Front abgeschraubt. Jetzt haben wir einen Einblick in das Innenleben der Orgel, so ein bisschen in den technischen Bereich, wo die Ventile sitzen. Hier oben, das ist die Windlade, da ist der Wind drin. Die Luft, die von hinten vom Blasebalg kommt und die Ventile werden ja durch Elektromagnete gesteuert. Das sind diese schwarzen Stäbchen hier und ich gebe jetzt gerade mal eine Tonprobe, wenn ich den mit dem Schraubenzieher auslöse, den Magnet, ein Basston oder so werden die ganzen 43 Töne gesteuert und hier oben das kleine schwarze Hütchen, das ist dann das eigentliche Ventil, das im Prinzip da hängend in der Windlade sitzt, wird durch den Magnet angehoben, Luft. Und dann kommt ein Ton und wenn der Ton zu Ende ist, fällt der Magnet zurück, dann hört der Ton wieder auf. Und die ganzen Magnete werden gesteuert durch im Prinzip ein kleines Steuergerät, einen kleinen Computer, kann man eigentlich sagen, der das Ganze, die Bewegung steuert. Nun wissen wir, dass die Ventile für jede Orgelpfeife und jede Trommel durch Elektromagnete bedient werden. Diese bekommen elektrische Impulse vom Mastermind, dem elektronischen Notenspeicher aller Lieder, die darin digital abgelegt sind und an alle beteiligten Orgeln synchron ausgegeben werden. Also jede einzelne Note, die gespielt wird, ist da drin enthalten. Und wenn das dann abgespielt wird, wird über die Funkantenne
zu den Orgeln der Part hingesendet, der gespielt werden soll. Und das geht dann auch, wenn man zum Beispiel in einem Festzug mitlaufen will, dann kann man ja kein Kabel damit verbunden haben. Und dann geht das über Funk, über eine Antenne. Und dann kann man da auch dann entsprechend mehrstimmig mit mehreren Orgeln gemeinsam spielen. Ich organisierte Treffen für viele Drehorgelspieler. Wie muss man sich das denn vorstellen? Also bei den Drehorgeltreffen, Drehorgelfestivals, sagt man da ja auch dann, die da stattfinden, da kommen wirklich sehr viele hin, aber die spielen nicht alle gemeinsam. Es sind auch viele, die eine Orgel haben, die man nicht synchronisieren kann. Aber dadurch, dass ja viele Spieler auch da sind, die synchronisierungsfähige Orgel haben, dann tut man sich zusammen mal in einer Gruppe, spielt mal zu dritt, zu viert, zu fünft, auch mal zu zehn, zu zwölf, je nachdem. Oder wenn es auf dem Marktplatz ist, dann vielleicht auch mal mit 20 Orgeln gemeinsam als riesen Big Band oder Sinfonieorchester. Und dann gibt es natürlich dann ganz große Effekte dann für die Zuschauer, die sind dann da ziemlich erstaunt, wie sowas möglich ist. Und auch für die Spieler selber ist das mal ein großes Erlebnis, zu einer großen Gruppe gemeinsam dann zu spielen. Dann. Da kommt also dann auch wieder ein solcher Sender zum Einsatz, um alle, also egal ob 12, 16 oder 20 Orgeln, zu synchronisieren. Entweder mit dem Sender oder auch man kann die miteinander telefonkabelmäßig verbinden, die ganze Gruppe. Und wenn man zum Beispiel sich vorstellt, man spielt mit 12 Orgeln und die Musik ist vielleicht für 3 Orgeln gemacht und dann ist jedes Modell ist dann quasi 4-mal vorhanden. Und wenn man diese bisschen gruppenmäßig noch ein bisschen auf der Bühne aufbaut und dann ist das richtig wie beim Sinfonieorchester, da sitzt dann auf der einen Seite die Bläser, auf der anderen Seite die Streicher, die Percussion in der Mitte. Und dann ist das ja ein Riesenerlebnis. Und wenn man dann noch klassische Musik spielt, das ist dann so die Krönung des Drehorgelspiels, oder die Champions League, kann man sagen dann. Popsongs im Park können dagegen ganz andere Reaktionen herbeiführen. Eine Stunde und 14 Lieder später. Der Tänzer wurde nicht etwa von uns engagiert, aber bei manchen Zeitgenossen aus anderen Kulturen geht die Musik nicht nur in den Kopf, sondern fährt auch in die Beine. Für die Musikanten ein ganz besonderes Erlebnis, aber auch ein außergewöhnlicher Ausklang des Tages.